Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play hier bei Lego Star Wars die komplette Saga. Wir machen direkt mal weiter mit Level 5, denn in der letzten Folge haben wir nämlich das Pottrennen erledigt. Und jetzt geht es weiter mit Eroberung des Palastes. Na dann, ich würde mal sagen, auf geht's. Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Kapitel 5. Eroberung des Palastes. Auf Coruscant erkennt Königin Amidala, dass der Senat von der Handelsföderation korrumpiert ist und sich hinter seiner eigenen Bürokratie versteckt. Enttäuscht kehrt sie nach Naboo zurück, mit Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Captain Panaka, dem Astromech Druiden, R2-D2 und Anakin Skywalker, dem jungen Podracer von Tatooine, plant Amidala nun die Rückeroberung des Königspalastes und die Gefangennahme des Vizekönigs der Handelsföderation. Okay, die Schlacht beginnt nun. Ja, leider kann man jetzt nicht die Schlacht von den Gungans nachspielen. Nee, also das ist jetzt hier leider unmöglich. Aber man kann gerne die Schlacht nachspielen, wenn man Star Wars Battlefront 1 spielt. Also das allererste Star Wars Battlefront 1. Schon ein Druiden. Und auch noch ein Druidenpaar. Hey! Komm, mach den kaputt, Qui-Gon. Ja, das ist das Problem. Wenn ich hier was benutze und wenn die Druiden mich hier treffen, verliere ich, oder besser gesagt, geht das dann wieder alles zurück? Ach, ich wünschte, man hätte schon am Anfang diesen Steinmagnet. Ich finde hier das Geld sammeln ein bisschen deutlich langsamer. Es ist irgendwie nicht so ein bisschen dynamischer wie in den späteren Teilen. Okay, wie es aussieht, ist jetzt hier ein bisschen das Gebiet sauber, etwas ruhiger, sehr schön. Ja, wir können jetzt auch endlich mal den jungen Anakin spielen. Und das erste Mal ist jetzt auch R2-D2 mit dabei. Ich weiß, R2 wurde schon auch in der letzten Folge gezeigt, aber man konnte den ja nicht selber spielen. Ja, und der kleine Annie, der kann eigentlich auch im Moment auch nichts genau was machen. Der kann nicht schlagen, der kann nur springen und der kann dann in kleine Gebiete dann einfach krabbeln. Ihr wisst schon, diese ganz kleinen Türen, die man ja eigentlich auch schon aus dem anderen Lego-Spiel kennt. Aber das werden wir noch alles genau sehen.
Vor allem aktuell spiele ich jetzt gerade privat wieder Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Und ich finde, da merkt man eigentlich auch schon den krassesten Unterschied, wenn man hier das Geld einsammelt. Also wie vorhin gesagt, ich finde hier ist das noch so ein bisschen verlangsamt. Also da ist es nicht dieses schnelle automatische Ziehen von Geldströmung. Ich meine, klar, ich weiß, es gibt auch hier diesen Steinmagnet. Aber ich weiß nicht, wann man den bekommt. Und vor allem, ich weiß echt nicht, wo die roten Steine hier sind in den Levels. Ich meine, klar, ich krieg die jetzt auch nicht sofort, weil das kann man ja auch eben meistens nur im freien Spielmodus die freischalten. Aber trotzdem, ich will gerne Multiplikator haben. Ich möchte irgendwie auch den Steinmagnet haben, weil ich finde, das Geld sammeln ist dann deutlich sehr, sehr vereinfacht dann dadurch. Also durch den Steinmagnet natürlich. Und durch den Multiplikator geht das ja natürlich noch schneller. Oder wie findet ihr das? Also merkt ihr es eigentlich schon den Unterschied, wenn ihr jetzt Lego Star Wars die komplette Saga spielt und dann irgendwann Lego Star Wars 3 oder die anderen Lego Star Wars Teile? Also ich merke die Unterschiede schon. So, jetzt können auch alle da durch. Ja, guck mal, das ist jetzt der kleine Schacht, das kann ich euch jetzt kurz zeigen. Seht ihr, da kriecht der kleine Annie. Oh oh, da brauche ich auf jeden Fall einen Yidi. Na ey, du solltest ihn hier umbringen. Wie das auch immer so anhört, das hört sich immer so falsch an, ne? Aber wir sind in Star Wars. Wir haben Wars in dem Spiel. Versteht ihr? Wars. Das englische Wort für Krieg. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag auch dieses Level, weil wir sehen auch viel mehr über diesen Palast. Das finde ich irgendwie schön. Okay, ich denke mal, hier ist nichts mehr. Na, dann können wir mal die Tasten betätigen. Oh Gott, noch mehr Druiden. Ich hasse es, wenn die mich hier umbringen. Weil dann verliere ich hier meine Münzen. Das will ich irgendwie gar nicht. Und noch mehr Druiden. Ah, wir können auch die Fenster kaputt machen. Wusste ich ja gar nicht. Das ist cool. Wir machen jetzt jeden einzelnen Fenster kaputt. Sorry Leute, aber es bringt halt Kohle. Okay, und das hat mir jetzt was gebracht? Nur für Steine. Okay. Ich weiß, dort oben war irgendwo ein lila Stein, aber den bekomme ich nicht, weil ich habe jetzt auch keinen Jar Jar Binks.
Ja, Jada wäre jetzt eigentlich auch hier ziemlich nützlich gewesen, aber jetzt natürlich jetzt nur beim Sammeln. Jetzt nicht beim Kämpfen. Ach, das ist doch schön. Oh, was haben wir hier für ein Bild? Oh, ein Bild von der Königin. Ja, und eigentlich im Film war jetzt auch gerade der Twist gewesen, wo wir gerade bei dem Versteck der Gungans waren, hat sich die echte Königin Amidala sich entpuppt. Also die weiße geschminkte Königin, das war ein Double. Und die echte hat sich in Wirklichkeit sich getarnt in einer der, ich sag mal jetzt, Palastdienerinnen oder Hausmädchen. Ja, das war quasi der Twist gewesen im Film. So, Erzwo, wir brauchen dich mal. Aber ich mag das irgendwie, wie das hier so alles glänzt. Vor allem der Boden, der spiegelt sich ja sogar. Da wurde wirklich ordentlich sehr, sehr sauber geputzt. Ist ja auch kein Wunder, warum der viel zu viel nicht Naboo haben will. Weil sie also sauber ist. Ey, komm, ich hab ihn getroffen. Ich verstehe so manchmal wirklich nicht, warum haben sie so ein paar kleine Veränderungen gemacht in der kompletten Saga. Also jetzt vom Look her, wenn ich jetzt beschwere, sah das echt prima aus. Aber ich meine jetzt die einzelnen kleinen Details. Zum Beispiel Padmes Knarre. Die mochte ich viel lieber in der Originalversion. Und selbst der Sound, da hat sie ja auch diesen Sound genommen aus dem Film und sie hat dann auch so grüne Laser gehabt und nicht rote Laser. Ja, so kleine Veränderungen, da verstehe ich jetzt wirklich nicht, warum sie das getan haben. Ich glaube, selbst bei Anakin haben sie was verändert. Bei den jungen Anakin. Und zwar das mit dem Schacht. In dem Teil kriecht er, aber in der Originalversion springt er so richtig. So wie ein kleines Kind, wenn man eine Rutsche runterrutscht. Aber hier kriecht er so richtig. Eigentlich sollte Qui-Gon hier die Gruppe anführen. Er ist ja quasi der Jedi. Naja, eigentlich sollte er auch Padme das machen. Wir sind ja quasi nur ihre Begleiter. Aber Qui-Gon hat ja eigentlich auch noch gesagt, es dient unter meinen Schutz. Also ist Qui-Gon doch so ein bisschen der Anführer. Okay, das hat mir jetzt null was gebracht, bis auf ein paar Münzen. Ah, jetzt tut sich da etwas. Oh, eine Powerkugel.
Aber wieso? Wieso konnte ich das denn machen? Ah, halt, halt, Moment. Fenster. Jetzt bist du tot. Naja, gut. Zerstört passt ein bisschen besser, das Wort. Weil Druiden sterben ja in Wirklichkeit gar nicht. Die gehen nur kaputt. So, eine geschlossene Tür, aber da hinten ist ein Knopf. Und wie kommen wir dorthin? Ganz einfach mit dem kleinen Annie. Seht ihr? Der kriecht hier. Ihr müsst mal wirklich so ein paar Videos reinschauen zwischen dem Originalversion und zwischen der kompletten Saga. Weil es gibt wirklich Leute, die haben wirklich ein Video gemacht, wo man die Unterschiede erkennt. Bis zum kleinsten Detail sogar. Was ich auch ziemlich krass finde. Weil eigentlich hätte man jetzt auch noch hier diesen Sound gehört von diesen Gittertüren, wenn die hier jetzt aufgemacht wurden. Ich wünsche, man hätte eigentlich noch mehr Druiden reingepackt. Quasi auch so ein Druide, wo er... Also nicht so ein gelber Druide wie ein Kommando-Druide, sondern vielleicht so ein, genau so einen gleichen Druide, aber nur halt dann mit Rot. Versteht, was ich meine? Weil es gibt auch, was ich an Star Wars so sehr liebe, an den Druiden, die haben auch unterschiedliche Farben. Also die haben nicht diese, wie sagt man jetzt, hell-weißen Farben. So wie hier der Kommando-Druide, das ist halt diese gelbe Farbe. Es gibt auch Druiden, die haben dann so rote. Ich weiß, die haben alle auch so eine Bedeutung, aber ich mag das irgendwie. Genau wie mein Klon. Die tragen nicht nur alle weiße Rüstungen, die tragen unterschiedliche Rüstungen. Also die haben solche coole Lackierungen. Das würde ich irgendwie versuchen zu sagen. Aber ganz ehrlich, bis jetzt habe ich nur kein weiteres einzelnen Minikit gesehen. Was? Was zum Teufel war das denn? Das waren ja Todeskisten. Ja, wetten, dort hätte ich jetzt mein Minikit bekommen? Bestimmt. Aber leider hat keine Granate. So, damit kann jetzt R2 hochkommen. Okay, Qui-Gon. Hilf mir. Wir sind eins mit der Macht. Und jetzt sind wir wieder mal in dem Palast.
Ah, Geld. Ich brauche das Geld. Okay, ich weiß, jetzt tauchen noch mehr von denen aus. Auf. Ja, mit der Macht können wir das auch machen. Ah, das sieht doch schon mal ein bisschen besser aus, oder? Ach, wie schön. Und alles kaputt machen. Ah, mein erster roter Stein. Wie cool. Oh, das ist cool. Mein allererster roter Stein. Fragt mich natürlich, was für ein roter Stein das ist. Also, was haben wir denn für ein extra freigeschaltet? Hoffentlich was Nützliches. Ah, das bringt mir jetzt gerade auch nichts viel. Ey, wie fies! Oh, dämlicher Druidika! Na, warte! Ah, so! Und kaputt bist du. Das war fies. Das war eher gemein. Was? Noch einer? Oh, sogar zwei. Von ich kenne die ja nur. Die anderen stehen ja nur da. Er ist gemein. Hallo. Der Padawan braucht Hilfe. Aber ich glaube, ich muss mich im Beweis stellen, dass ich ein sehr guter Jedi bin und dass ich auch würdig bin, ein Jedi-Ritter zu sein, ne? Weil wir dürfen nicht vergessen, Obi-Wan ist ja in dem Zeitpunkt noch ein Padawan. Das sieht man ja eigentlich auch genau an seinem Zopf. Okay, das ist der richtige Weg, aber Moment mal. Ist hier vielleicht noch etwas? Oder das sieht so danach aus? Nee, okay. Ah, das sah so danach aus, dass man noch so ein bisschen nach rechts gehen kann. Aber nee, ist nur Deko. So, und ich meine, das ist jetzt hier auch wirklich die letzte Stage. Oh, okay. So, wir sehen viele, viele Piloten wurden jetzt gefangen genommen, die müssen wir jetzt alle befreien. Alles klar, eine Rettungsmission. Und Powerkugel. Na, na, halt, 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 halt. So, einer ist schon mal gerettet. Wunderbar. Was schaffe ich noch hier die 100%? Boah, ich weiß nicht. Ah, ein Fahrzeug, wie cool. Ganz ehrlich, also wenn ich immer das höre, denke ich immer an eine Eismaschine. Also ihr hört schon, die Eismaschine aus der Eishalle. Ist kein Eiswagen. Hey, hey, hey. Der trifft mich ja auf einmal. Na, Qui-Gon. So, dann machen wir es eben mit der Macht. Oh, oh, vorsichtig.
Aber genau so ein Lego-Schiff hatte ich damals früher auch gehabt als Kleinkind. Und da hatte man wirklich die Charaktere, den kleinen Anakin. Und genauso ein Piloten, nur halt mit einem anderen Oberkörper. Also quasi mit einem anderen Oberkörperdesign. Aber das Gesicht war gleich. Gleiche Kappe, gleiches Gesicht, gleiche Hose. Ja, das waren halt damals die Zeiten. Vor allem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es gibt wirklich einige Lego-Sets, die sehen heutzutage nicht so gut aus wie die alten. Zum Beispiel ein Sternzerstörer. Der ganz neue Sternzerstörer ist deutlich viel kleiner. Und der ganz alte ist deutlich viel größer und hat natürlich logischerweise mehrere Bauteile gehabt als der jetzige. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich krass. Eigentlich muss das andersrum sein. Oder? Naja, ich bin jetzt auch hier nicht so der riesen Lego-Experte, aber dennoch. Also so ein paar kleine Unterschiede erkennt man ja. Und ich meine, klar, man sieht das auch jedes Jahr, dass man halt einige Modelle immer neu macht. Das ist jetzt auch nichts Neues. Hey, Obi, du sollst stehen bleiben und nicht immer runtergehen. So. Alle habe ich jetzt gerettet. Okay, Moment mal, habe ich das schon gemacht mit der Macht? Nope. Aber ich habe so das Gefühl, ich kriege nicht die 100%. Schade. Also ich brauche wirklich halt diesen Steinmagnet. Hinten vielleicht noch was? Also hier sind noch ein paar Kisten. Aha, den kann ich zum Explodieren bringen. Ah, hier ist ja noch was. Aber leider kriege ich keinen hoch. Das ist ja das Problem. Oder? Nee, da komme ich doch nicht hoch. Da brauche ich doch Jar Jar. Ja, da brauche ich Jar Jar. Okay, schade, Leute, das ist das erste Level, wo ich diesmal keine 100% bekomme. Schade. Schade, schade, schade. Und ja, also ich sehe gerade auch sogar auf die Zeit und das war bis jetzt das längste Level von gefühlt her. Ja, jetzt seht ihr es. Der kleine Annie steuert einfach so ein Schiff. Ja, und damit haben wir das fünfte Level jetzt auch abgeschlossen. Superschlag. Oh, das hört sich nicht verkehrt an. Padme Kampf. R2-D2. Und noch den kleinen Anakin. Genau. Ja, das haben wir jetzt leider nicht auf 100% gekriegt. Schade. Ich habe nur einige gefunden. Und ich würde sagen, wir kehren jetzt ganz schnell zurück zu der Katina Bar und dann würde ich auch die Folge beenden.
Okay, und schon haben wir auch das sechste Level freigeschaltet. Besser gesagt, erstmal nur freigeschaltet, dass wir das spielen können. Ja, und das ist auch wieder in der nächsten Folge, werden wir dann das letzte Level von Episode 1 spielen. Man könnte sagen auch erfahren, aber Spiel hört sich für ein bisschen viel besser an. Ja, damit sind wir auch quasi mit Episode 1 durch fürs Erste. Ich hoffe natürlich, die Folge hat euch wieder mal gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren. Denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und ich sage noch, wir sehen uns das Ganze in der nächsten Folge hier bei Lego Star Wars, die komplette Saga. Und möge die Macht mit euch sein. Tschüss.